So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hatte ja heute zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wo ich hinfahren kann. Da hatte ich ja eine Abstimmung bei Instagram gemacht. Einmal 100 Jahre Feuerwehr Turnow und einmal das zweite Kolbenklopfen in, wie hieß denn das Nest jetzt, in Karen. Ja, eindeutige Entscheidung, 68% waren für Turnow, also bin ich heute hier. Wie gesagt, heute ist hier das 100-jährige Feuerwehrbestehen. Ja, gibt einen großen Umzug. Mal gucken, was es sonst noch gibt. Viel Spaß. Zuerst gab es einen Umzug durchs Dorf. Der Spielmannzug aus Turnow war mit dabei. Hier haben wir die Schützengilde aus Peitz. Die machen nachher noch richtig Krach. Hier war natürlich nicht nur die Turnower Feuerwehr unterwegs, auch Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren dabei. Diese Feuerwehr kam sogar von weiter her. Gemeinde Alpen, wo liegt das denn? Schöne Autos, von alt bis modern.
und das Ding ist aber richtig alt. Genau, mal ein bisschen Krach machen. Ja, und hier kommen sie auch schon wieder zurück. Auch ein paar Kinder aus dem Thoner Kindergarten waren dabei. Und das sogar in den schönen Trachten. So, das war es jetzt gleich mit dem Umzug, aber das war ja nicht alles, was es hier gab. Zeitpunkt, 42 Mitglieder sich einschreiben, als erster Oberführer. Hier wurden jetzt ein paar Auszeichnungen übergeben. Er legte mit Unterstützung seiner gewählten Leitung den Grundstein für ein gesichertes Feuerwehrwesen in der Gemeinde Turnow. Hier möchte ich auf weitere Erläuterungen der Gründung und spezielle Ergebnisse auf das Buch von Dr. Klaus Lange, die Spitze an der Spitze, Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Turnow. Oder die Kinder mal zuhören, die Ohren zu machen.
Achtung, jetzt wird's gleich laut. Herrenkompanie, Waffenladen! Herrenkompanie, hört auf mein Kommando! Stillgestanden! Recht! Recht! Arm gerade! Aus! Präsentiert das Gewehr! Zum 100-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr schießt ihr Schützengelbhals ein Dreifach-Salut! Hoch, legt an! Gib Feuer! Gib Feuer! Gib Feuer! Da ist mir ja bald die Kamera aus der Hand gefallen. Ich übergebe an den Wehrführer. Jetzt gab es ein bisschen Jagdhornblasen. Wer wollte, konnte sich mal in so einen Überschlagssimulator setzen. Ich denke aber, beim richtigen Unfall dreht man sich ein bisschen schneller. Da wird man wohl mehr durch die Gegend geschleudert. Auch eine Fahnenschwenkerin zeigte hier ihr Können. Hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Natürlich gab es zum Geburtstag auch ein paar Geschenke. Das gehört ja dazu. Das hat ja auch was. Ja, wir möchten uns für das schöne, selbstgebastelte Geschenk ganz herzlich bedanken. Das war super. Dankeschön. Auch die Kinder im Kindergarten hatten sich Mühe gegeben. Hier gab es einen schönen bemalten Feuerwehrschlauch. Ja, und für Musik sorgte die Kapelle Lausitz Blech. Ein bisschen Mucke muss ja sein. Was wäre ein Feuerwehrfest ohne eine Vorführung? Die gehört natürlich auch dazu.
Das übernahm die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Turnow. Hier simuliert man einen Motorbrand. Helme sind auf, na dann kann's ja losgehen. Erstmal antreten, wie dir das gehört. Ein Friolin mit 2000 Liter, der feuert eine Sekunde aus. So, in der Zeit, wo hier das Feuer bekämpft wird, kann ich mich schon mal verabschieden. Das war's vom Feuerwehrfest zum 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr in Turnow. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn alles gut geht, folgt nächste Woche ein Video, wo es ziemlich laut werden wird. Mehr will ich aber noch nicht verraten. Seid gespannt. So, Feuer ist gelöscht, da kann ich mich langsam verabschieden. Ich sage dann tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Video. Bye. Okay, Feuer doch wieder an. Trotzdem sage ich tschüss.